So now we come to our next talk. It's about the Amazon Dash button. Who of you knows what the Amazon Dash button is? Okay, kind of everybody. Who has an Amazon Dash button? Who has used it to buy something? Okay. So for everybody who has never seen an Amazon Dash button, you now get the chance. I brought one. It looks like this. Hallo zusammen, wir begrüßen euch aus der Übersetzerkabine zum Vortrag, ein bisschen Licht auf den Amazon Dash Button zu bewerfen von Hund. Aus der Übersetzerkabine begrüßen euch Pete Priority und Mr. Bronze und wir hoffen, ihr könnt von unserer Übersetzung profitieren. You know, it's stuff for kids. I have no idea who regularly needs to buy Play-Doh. Ich habe keine Idee, wer regelmäßig Play-Doh kaufen muss. Also dieses Spielzeug, ich weiß gar nicht, wo das hingeht. Ist es, dass die Kinder das einfach aufessen oder warum braucht man das regelmäßig? Das ist wahrscheinlich etwas, was man nicht in diesem Talk, in diesem Vortrag lernen werden, warum man regelmäßig Play-Doh kaufen muss. Aber wir werden lernen, wie man es hacken kann, um es für einen anderen Zweck zu benutzen. Okay. Manche werden sagen, oh, ich habe schon mal irgendwie sowas gehört oder so. Und ja, die erste Version dieses Buttons wurde genau so schon analysiert. Und da ist, es gibt aber eine neue Version und wie das im Internet so ist, die neue Version wird angeschrieben, sicherer zu sein. Aber so ist es halt mit den Sachen im Internet, das Internet der Dinge. Was wir also hören werden, ist ein Vortrag über die Hardware und Software und auch, wie die Kommunikation mit dem Server aussieht. Hunz wird uns einen Vortrag darüber geben, Vortrag halten. Er hat das schon seit längerem gemacht. Lass ihn uns mit einem herzlichen Applaus begrüßen auf der Bühne und lasst uns was lernen. Thanks, nice to see you. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid, schön, euch zu sehen. Lasst uns einen genaueren Blick auf den Amazon Dash-Button werfen. Es ist im Prinzip ein Wi-Fi-verbundener Knopf. Gibt es in den Staaten schon seit ungefähr 2014, glaube ich, in Deutschland seit August 2016. Also diesen Jahr. Es gibt zwei Hardware-Versionen. Dieser Vortrag wird nur die Version 2 behandeln, weil der erste ist schon behandelt worden. Ich glaube, auch den ersten kriegt man nicht mehr. Die alte Version ist auch komplett gehackt eigentlich. Dieser Knopf kann benutzt werden, um bestimmte Konsumgüter einfach wieder zu bestellen. Zum Beispiel Waschpulver oder so. Es ist nur für manche Marken und Produkte verfügbar. Man kann es nicht freikaufen. Es kostet 5 Euro und das ist eine Erstattung bei dem ersten Kauf. Es gibt auch eine anpassbare Version für 20 Dollar. Man kann aber immer noch nicht seinen eigenen Code draufschreiben, aber man kann den Amazon Web Service benutzen, um den Button, um den Knopf zu drücken. Was ist daran interessant? Na, es hat schon mal Wi-Fi, also ist da irgendwie sowas wie ein Computer drin. Es ist also irgendwie ein Internet auf einem Chip-Gerät. Eine Frage ist natürlich, wie es funktioniert. Ich würde es einfach wissen wollen. Und dann natürlich die Frage, was ist mit der Sicherheit, wenn wir das in unser Netzwerk packen? Was kann es missbraucht werden für Cyber? Ein anderer wichtiger Aspekt für Hacker ist, ob wir unsere eigenen Internet-Dinge-Projekte da draufschmeißen können. Es ist stärker als ein ESP 8266 und hat einen vergleichbaren Preis. Und wenn wir da keinen Code drauf laufen lassen können, dann besitzen wir es nicht wirklich. Vorherige Forschungen, die schon passiert sind, gibt es hier. Ihr könnt euch die Vortragsfolien besorgen aus dem Fahrplan.
Ich würde diese beiden Links, auf diese beiden Links verweisen während meines Vortrags, weil das schon passiert ist. Der einfache Weg, den Knopf anders zu verwenden, ist, die Smartphone-Anwendung zu benutzen. Man konfiguriert den einfach normal, aber man schließt die App, wenn man eine Anwendung getätigt hat, und dann kann nichts Neues bestellt werden. Die Produktauswahl ist auf der Serverseite. Der Knopf versucht immer noch, den Server zu kontaktieren, aber der Server ist nicht konfiguriert und der Button blinkt rot und es passiert nichts, man kriegt auch nichts. Und natürlich macht es einen Haufen Zeug, um online zu kommen. Es geht, es verbindet sich mit einem WLAN, es sendet eine DHCP ab und TNS-Requests Anfragen raus. Man kann es natürlich monitoren und loggen und gucken, wann der Knopf aktiv ist. Zum Beispiel kann man die DHCP-Logdatei einfach ganz einfach angucken. Wer macht das schon? Ein paar Leute so? Wir werden ein großes Stück weitergehen in diesem Vortrag. Lass uns einen Blick auf die Hardware werfen. Was ist da drin? Die Kommunikationsprotokoll und die Krypto, die Firmware-Version. Diese Version war die aktuellste am 25., als ich zuletzt gecheckt habe, 25.12. Und wir wollen eigenen Code auf dem Knopf laufen lassen, ohne zu löten. Ich habe nicht die Smartphone-App analysiert, geht über mein Level. Okay, lass uns über die Hardware sprechen. Das Gehäuse ist einfach nur zugeschmolzenes Plastik. Man muss es also irgendwie aufbrechen oder aufschneiden. Mein erster Versuch war mit einem Messer. Ich habe leider ein paar SMD-Komponenten zerstört. Das Beste, was ich geschafft habe, war, ein Schneidemesser zu benutzen von oben, weil ich schon wusste, wo das Zeug ist. Man kann die Testpunkte hier sehen. Das ist der Mikrocontroller hier. Ich habe es einfach aufgeschnitten. Es gibt einen kleinen Platz zwischen dem Chip und der Verpackung. Der PCB hat vier Schichten. Viele SMD 0201 Teile, also wirklich alles sehr klein. Man kann die Pads des Mikrocontrollers sehen. Hier kann man ihn nicht sehen, weil da noch schwarzes Zeug drüber geklebt ist. Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber man kann es vorsichtig wegnehmen, entfernen. Man kann es mit Aceton ein bisschen vereinfachen, das wegzukriegen. Der Mikrocontroller ist eigentlich ziemlich stark. Es ist ein Cortex M4. Der läuft oder kann bis zu 120 MHz getaktet werden. Und es hat 160 KB RAM und 512 KB Flash. Der Nachteil ist, dass das Paket, also die Verpackung des Chips, dann gibt es natürlich den WLAN-integrierten Chip. Er funkt bei 2,4 GHz bis zu 72 Megabit. Es hat WPA 1 und 2 natürlich. Und es gibt einen eingebauten IP-Layer-Stack. Man kann sich an einem Unix-Socket-Modell orientieren. Man kann einfach von dem Controller einen Socket öffnen und dann mit dem kommunizieren beginnen. Es hat auch SSL und DNS-Support, Unterstützung. Natürlich gibt es da einen Spannungsregulator, eine einzige AA-Batterie ist drin mit 1,5 Volt oder weniger. Es muss durch 3,3 Volt gepusht werden. Deswegen gibt es einen ziemlich mächtigen, starken
Spannungsregulator, die hätten einen billigeren benutzen können, aber es hat auch Bluetooth Low Energy. Hier kann man den sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das schon benutzen. Vielleicht machen sie das auch schon mit der iOS-App. Aber ich habe das nicht angeschaut. Es gibt einen 4 MB SPI-Speicher, Flash-Speicher, ein Mikrofon, das man hier sehen kann. Man kann leider ein bisschen sehen, dass die Schachtel, also die Verdeckung weg ist. Das ist zufällig passiert. Es gibt drei LEDs, rot, grün und blau. Das Ding wird getaktet von einem Oszillator. 32 Kilohertz. Es gibt auch ein paar diskrete Halbleiter. Die werden benutzt, um Dinge mit Strom zu versorgen. Wenn man alles zusammenpackt, sieht es mehr oder weniger so aus. Ein bisschen einfacher als die Realität, aber wir haben das Bluetooth verbunden. Das WLAN geht über den SPI-Bus. Der Speicher über einen anderen SPI-Bus. Das Interessante ist, dass man ein zusätzliches USART fürs Debuggen hat. Die Spannungsregulation startet, wenn man den Knopf drückt. Eine interessante Sache ist, es gibt keine andere Möglichkeit, das Ding aufzuwecken. Der Knopf kann niemals alleine aufwachen, nur durch den Knopfdruck. Und wenn es erstmal in den Schlaf fällt, kann man es nur wieder durch den Knopfdruck erwecken. Die Spannungsversorgung wird durch ein Latch gestartet. Und der Mikrocontroller kann die Spannung der Batterie messen und kann die Batterie verbinden oder trennen. Amazon weiß also, wann deine Batterie leer ist, weil das auch an den Server kommuniziert wird und damit dein Energieverbrauch. Petro hat da schon viel gemessen. Man sieht, dass Wi-Fi viel Spannung zieht. 0,4 Watt. Ohne Wi-Fi, es geht um die 80 Milliwatt. Und mit ein bisschen Spannung, also Energie, schonend, kann man auch 0,05 Watt erreichen. Also ungefähr 75 Minuten mit WLAN oder ungefähr 10 Stunden mit gutem Energie sparen. Man könnte also eine ganze Weile lang mit dem Mikrofon zuhören und dann mit Wi-Fi einmal alles abschicken, aber das Limit ist die Batterie. Das Debugging-Interface ist auch da, hat die Lötpunkte schon gesehen. Der alte hatte Einzelkabel-Debugging aktiviert. Und man konnte einfach den Speicher dumpen. Der neue Knopf hat Testpads, aber Einzelkabel-Debuggen ist deaktiviert und die serielle Konsole ist sehr eingeschnitten zu ein paar langweiligen, auf ein paar langweilige Befehle. Da kommen wir später nochmal zurück. Hier sieht man die Debug-Interfaces von der Unterseite. Man kann einen für einen Connector anschließen. Welchen, das können Sie auf der Petrov-Home-Seite nachschauen. All diese sind 3.3 Volt und der Pinout ist kompatibel mit dem alten Knopf. Hier sind ein paar Befehle. Es gibt verschiedene Moden, es sind Testmodus, es gibt noch viel mehr Modi. Wir nutzen das wahrscheinlich in der Fabrik, um Qualität-Tests zu machen. Das ist das User-Mode-Menü, das man hat, wenn man den seriellen Port anschließt. Einfach nur Firmware-Revision und man kann die Batteriespannung messen. Deaktiviert das automatische Runterfahren. Die Entwicklung-Modus-Menü hat ein paar interessantere Befehle. Es gibt zwar immer noch keinen Speicherzugang, aber
Man kann spezielle Modi aktivieren, WLAN aktivieren und so weiter. Lass uns jetzt einen Blick auf die Kommunikationsprotokolle und die Verschlüsselung werfen. Die Kommunikation läuft wie folgt. Man hat die SMG55, das ist der Mikrocontroller. Dann gibt es den Wi-Fi-Chip, das ist das ATWINC. Und dieser Chip macht all die TLS-Dinge. Diese beiden kommunizieren im Plaintext und der Dashbutton nutzt dann HTTPS, um zu den Amazon-Servern zu verbinden. Man kann also Plaintext-Daten sehen und die sind auf 40 MHz getaktet. Das ist ziemlich flott. Eine der ersten Dinge, die ich getan habe, war, die Kommunikation zu analysieren, die da ist. Ich wusste nicht, ob sie jetzt TLS benutzen innerhalb des Knopfs oder ob sie den TLS dann erst im Microcontroller machen. In der letzten Hardware-Version haben sie es im Microcontroller gemacht. Deshalb habe ich einen FPGA zwischen die beiden Dinge gestellt und alle Daten mitgeschnitten, die durchgegangen sind. Ich habe den Bus angeschnitten, um Man-in-the-Middle-Experimente zu machen. Ich habe jetzt die volle Firmware, also damit wäre das jetzt nicht nötig gewesen. Das sah wie folgt aus. Man kann sehen, dass ich den Mikrocontroller entfernt habe und ganz viele Kabel hinzugefügt habe. Diese gehen dann zu so einem Art Baseboard, wo ich dann ein Breakout-Board anschließen kann für den Microcontroller. Und der Mikrocontroller ist auf diesem Board. Es gibt ein paar LEDs. Hier habe ich die serielle Konsole und hier das Einzelkabel debuggen. Und das ist ein Reset-Knopf und das ist der aktuelle Dash-Button. Hier ist die Stromversorgung, es gibt ganz viele Jumper und das sind die Verbindungen zu Bluetooth und Wi-Fi, um einfach Man in the Middle zu machen. Das ist das Ganze mit dem FPGA eingesteckt. Das ist also, wie ich jetzt die Kommunikation analysiert habe, die ich jetzt vorstellen werde. Die WLAN-basierte Kommunikation wird von der Android-App benutzt. Ich weiß nicht, ob die iOS denselben Modus verwendet. Um in die Konfigurationsmodus zu kommen, muss man den Knopf für ein paar Sekunden drücken, bis die LED blau leuchtet. Dann ist der Knopf im Access-Point-Mode und man kann zu einem WLAN-SSID verbinden, die Amazon ConfigureMe heißt, und es gibt einen DHCP-Server für die IP-Verteilung und es gibt einen einfachen HTTP-Server, der auf dem und es gibt eine Webseite mit grundlegenden Informationen, wie die Seriennummer, die Firmware und der Ladestand der Batterie in Prozent. Not very interesting. Nicht gerade interessant, aber die App macht mehr interessante Sachen. Es holt die Geräteinformationen von der Root und bekommt mehr Informationen von die App generiert dann einen elliptischen Kurven Diffie-Hellman-Schlüssel und postet ihn dann an diese Adresse und bekommt dann den Public Key von derselben Location, postet auch die Locale-Konfiguration. Das ist nicht sehr interessant. Deshalb ist es auch unverschlüsselt. Es gibt einen verschlüsselten S-Token zu S-Token und eine verschlüsselte Netzwerkkonfiguration an Network. Nachdem diese Konfiguration vollständig ist, verbindet sich der Button zu dem WLAN und registriert sich selbst mit einem Amazon-Server.
Und dann passiert etwas Interessantes, denn es bekommt jetzt ein Kunden-Secret, also ein Kundengeheimnis oder ein Kunden-Key, das im Flash-Speicher gespeichert wird, der dann für die Bestellung zuständig ist. Es gibt ein paar geheime Schlüssel. Das Device-Secret sind 20 Zeichen in Großbuchstaben und Zahlen. Das wird auch auf den Flash-Speicher geschrieben während der Herstellung. Der Kunden-Secret-Key kommt man nach der Konfigurationsphase von den Amazon-Servern. Und das ist zufällig vom Server wahrscheinlich konfiguriert. Man bekommt für jede Konfiguration einen neuen Key. Das ist beides im Flash-Speicher gespeichert und wird für HMAC-Requests benutzt. Die elliptische Kurven Kryptographie benutzt die Prime 256v1 Kurve. Sie benutzen dann SHA-256, um den symmetrischen Key zu generieren. Die Daten für die ISGCM-Daten ist TLV verschlüsselt. Type 0 ist der Ciphertext und die Länge ist 16-Bit und die Plaintext ist JSON kodiert. Das ist lustig, denn sie benutzen TLV für die verschlüsselte Daten und wenn man es entschlüsselt, bekommt man dann JSON. Hier sind ein paar Beispielsdaten, man sieht hier den Public Key und Local ist einfach nur das Land. Der S-Token ist der Server-Token, das ist etwas, dass die Amazon-App vom Server bekommt, sobald man die Konfiguration eines neuen Dash-Buttons startet. Das ist das, was den Button an deinen Account bindet. Der Token ist 32 Bits und das Netzwerk ist so kodiert. Interessant ist, dass der HTTP-Server eine unbenutzte Location hat, also zumindest die App benutzt das nicht und es ist Flash. Es scheint Flash-Access zu erlauben. Das habe ich noch nicht genau untersucht, aber es scheint, als ob da eine gewisse Authentifikation nötig ist. Die letzte Schritt der Registrierung mit dem Amazon-Server, das ist, was passiert, wenn der Button konfiguriert mit der App wird. Es macht einen Post auf diese URL des Amazon-Servers und das übermittelt die Seriennummer und einen Transaction-Counter, einen Transaktionszähler, das ist ein 32-Bit-Zähler. Und man sieht auch den Token der App. Dieser Transaktions-Counter ist nachher benutzt. Dann machen sie einen HMAC, indem sie den Geräteschlüssel nutzen und die Antwort benutzt dann den Kunden-Secret-Key. Es gibt auch ein paar Zeitschnippe in Linux-State-Typ. Wenn man den Knopf dann mal gedrückt hat, nach dem ganzen Konfigurationszeug, um was zu bestellen, dann macht es zwei Post-Requests an diesen Gateway von Amazon. Es benutzt Content Type Binary Rio. Die erste Anfrage ist die Anfrage und das zweite macht ein paar Statistiken, wie oft der Knopf gedrückt wurde oder mit Bluetooth verbunden wurde und sowas. Ich glaube, ich habe ein Beispiel am Anhang der Folien. Eine interessante Sache ist, dass der Server ein Firmware-Update des Buttons erfragen kann und dann wird ein Download der Firmware gestattet.
Order. Die, der Post, um die Bestellung zu lokalisieren, das ist das hier. Hier gibt es eine Device-Nummer, dieses Gerät-Nummer und mit einem Kundengeheimnis versehen. Dann kriegt man den Status-Code des Servers offensichtlich. Und das wird benutzt, um zu entscheiden, ob die Bestellung erfolgreich war oder nicht. Wenn der Knopf grün leuchtet, dann war der HTTP-Status wohl 200 und für 412 wird man eine rote beleuchtete Klinken sehen und man weiß, dass die Produktbestellung nicht erfolgreich war. Here's the flag for firmware update hier ist request. Noch ein Flag, um Firmware-Updates anzufragen. Ich habe den FTP benutzt, diese Fahne zu triggern, und dann hat der Server gesagt, nee, du hast schon die aktuellste Version. Naja, war ein Versuch. Wenn man über die Security zusammenfassend sagen möchte, während der Konfigurationsphase im Access-Point-Modus kann man den Knopf simulieren, denn er muss sich nicht gegenüber der Anwendung authentifizieren, deswegen kann man das mit Man in the Middle angreifen, die WLAN-Credenschen kann man simulieren. Wenn man also den entsprechenden Aufbau vorbereitet, eines Tages kann dann dein Nachbar so einen Knopf kaufen und wenn das konfiguriert, dann kannst du seine WLAN-Credentials schnappen. Aber das läuft ja nicht so lange, deswegen ist das Risiko relativ klein. Also das passiert ja nur in einem kurzen Zeitpunkt, dass der Nachbar den Knopf konfiguriert. Ja, die Konfiguration mit dem Server benutzt HTTPS und ich glaube, die testen das Server-Zertifikat, sagt zumindest das Internet. Die Client-Anfragen haben kein Security. Check. Die Knöpfe haben keine Zertifikate. Sie benutzen nur das HMAC mit dem Zähler und dem geheimen Schlüssel. Aber das beugt immerhin Wiederholungsattacken oder Bestellungen ohne einen Schlüssel vor. Der Knopf ist wirklich nur aktiv, wenn man den Knopf drückt und verbindet sich mit dem WLAN nur für ein paar Sekunden. Deswegen ist der Schaden, den man damit machen kann, sehr klein. Und das benutzt auch kein UPnP oder so. Da ist also nicht wirklich viel, was man von außen machen kann. Okay, lass uns mal die Firmware anschauen. Der alte Knopf benutzt einen Broadcom Wise Chipsatz mit einem Echtzeitbetriebssystem von Express Logic mit einem NetX IP Stack, ein eigenes Betriebssystem, ich glaube, das hat Amazon selber geschrieben, genauso wie den Bootloader. Man kann auch nichts im Internet dazu finden. Man kann hier den Ausgang des Serial Port sehen. Ich glaube, es gibt hier nicht normalerweise all diese Informationen. Ich glaube, ich den Entwicklermodus und Logging angeschalten, um das zu sehen. Es gibt verschiedene Aufgaben. Die Hauptaufgabe, die Transaktionsaufgabe, Avocado-Knopf, scheint ein spezieller Name für den Knopf zu sein. Es gibt eine extra Aufgabe für die LED und natürlich Kommandoabhandler und den Netzmanager. Okay, wenn man jetzt die Firmware dumpen möchte, dann würdest du halt natürlich sofort Single-Wire-Debug zuerst versuchen, aber das kann wegen einem Security-Lock-Bit nicht erfolgreich sein. Und man kann auch nicht in den Bootraum kommen, das ist auch verhindert. Der einzige Weg, entsprechend des Datenplatzes des Mikrocontrollers,
ist ein kompletter Flash, das komplette Flash zu löschen. Und dafür müsste man den gesamten Mikrocontroller auslöten, um da hinzukommen, und dann hast du halt auch keinen Flash-Inhalt mehr, also dann kannst du auch die Firmware nicht dumpen. Ich hatte mir den externen Flash mal angeguckt und habe ihn ausgelötet, das sieht man hier. Ich habe ihn auf ein kleines Stück PCD gelötet und habe es mit einem Raspberry Pi verbunden und habe es gedumpt. Da gibt es dieses Tool, das heißt FlashROM, das ist wirklich sehr gut. Du kannst mehr oder weniger jeden Flash da draußen bekommen. Du kannst die Firmware in diesem Flash finden, zumindest teilweise. Das Ding damit ist, der Mikrocontroller kann nicht die Firmware direkt von SPI-Flash abarbeiten. Es muss also irgendwie in den ROM kommen oder so. Deswegen muss die Firmware auch im internen Flash sein. Wahrscheinlich haben wir eine Duplizierung. Wir können es dumpen und im Hex-Editor anschauen und disassemblieren. Das habe ich getan. Wenn man den SPI-Flash analysiert, dann sieht man, dass es die Firmware enthält und ein bisschen dynamischen Speicher. Der dynamische Speicher scheint an dieser Stelle zu starten. Da sind zum Beispiel Debug-Logs dabei. Man kann also Textausgaben sehen, was der Knopf gemacht hat. Und man kann auch den Transaktionszähler sehen, finden. Der Start des Flashes enthält eine Liste von statischen Blöcken. Das sieht ungefähr so aus. Und die Struktur ist ziemlich einfach. Das ist der Name des Blocks. Und am Ende, da ist die Version des, gibt's die Version des Blocks und ein kleiner Offset im Flash mit der Länge dieses Blocks. Man konnte das sehr leicht herausfinden. Ich habe die Struktur hier abgeschrieben und in eine Liste gestellt. Das ist also, was wir kriegen. Das SMG55 ist also die Firmware für den AM. Das ist, passt sehr gut auf den halben Megabyte Flash-Speicher rein. Man sieht, es gibt noch einen zusätzlichen Header für diese Firmware. Und die Payload beendet dann sozusagen den Header, und dann gibt es noch andere Eigenschaften für den Wi-Fi-Chip und Bluetooth, aber das ist nicht ARM, sondern eine andere Technologie, und es gibt auch diesen Flash-Speicher, den wir hier sehen. Die Firmware ist ungefähr 400 Kilobyte, aber das ist ein IP-Stack. Okay, so I dumped the ich habe also den SMG55-Block heruntergeladen und analysiert. Und wenn man es analysieren möchte, ein Stück Firmware, das in einen ARM-Mikrocontroller geht, in einem Cortex M3 oder M4, dann dann weißt du, dass es ungefähr an diesem Ort anfängt. Und am Anfang des Flash-Speichers hat man üblicherweise den Interrupt-Control-Vector, den eingebetteten Interrupt-Control-Vector, und man kann den Reset-Eingangspunkt finden. Wir würden also erwarten, dass wir eine Vektortabelle irgendwo finden werden, und das suchen wir. Der Stackpoint, das wird irgendwie auf den RAM zeigen. Irgendwo am Ende des RAMs. Und die Händler sollten dann irgendwie auf den Flash zeigen. Wenn wir die Firmware näher angucken, dann gibt es diesen zusätzlichen Header, den wir vorher schon hatten. Er macht irgendwie nicht so richtig Sinn als Vektortabelle, weil es offensichtlich irgendwie Flash ist. Und danach kommt eine ungültige Adresse, so habe ich herausgefunden, dass das wohl die Länge der Firmware sein muss. Dann gibt es einen Haufen Nullen an dieser Stelle in Hex, an dieser Stelle, und dann können wir den Stackpointer finden und dann die Händler-Einträge. Meine Anfangsvermutung war, dass die ersten 200 Bytes abgeschnitten werden müssen,
und an diese Stelle kopiert werden müssen, aber das hat nicht geklappt. Denn wenn man die Basis hier falsch kriegt, dann sieht man im Disassembler, dass die Referenz nicht stimmt. So habe ich es nochmal versucht und ich habe den Header nicht abgeschnitten und dann hat alles funktioniert. Also habe ich jetzt die Firmware und die Disassembly, oder Teil der Firmware und die Disassembly davon. Das Problem ist, dass es im Flash bei 4000 startet. Das heißt, da muss wohl eine Art Bootloader-Code davor kommen. Und diesen Code habe ich nicht. Also habe ich später herausgefunden, dass es die Konfigurationsspeicher ist. Das hat die MAC-Adresse und dann Secret, den geheimen Schlüssel. Das ist aber auch der Teil, wo die Wi-Fi-Konfiguration gespeichert wird. Das ist also vor der Firmware. Also habe ich etwas versucht. Es wäre großartig, wenn wir diese gedumpte Firmware ausführen können, ohne den Bootloader. Das heißt, ich habe diese Firmware einfach auf einen kompatiblen Microcontroller kopiert und habe die Vektortabelle dupliziert und an den Anfang des Flashs geschrieben, sodass alle Pointer eben gut passen, außer das Logbit, um vom Flash zu starten, und die Firmware hat funktioniert. Also hatte ich Debug-Ausgabe und alles war gut. Also ich hatte Debugging mit dem Single-Wire-Debug und ich konnte also einen Debugger anschließen und plötzlich hatte ich eine Entwicklerkonsole auf dem Gerät, auf dem virtuellen Gerät. Habe ich das etwas analysiert und habe gefunden, aber gesehen, dass das Logbit nicht gesetzt ist, und dann ist es offensichtlich im Entwicklungsmodus. Jedoch gab es ein kleines Problem, denn offensichtlich war es mir nicht möglich, diesen neuen Button zu benutzen, weil die Credentials und der geheime Schlüssel fehlen. Das heißt, ich wollte einen Dump von des Bootloader, also habe ich mich auf die Code Execution konzentriert. Das heißt also, ich musste irgendwie die Firmware exploiten. Wenn man einen Disassembly und Debugging Access, dann kann es nicht arg viel einfacher werden, wenn man so etwas versucht. Denn man kann Breakpoints setzen und man kann das Register auslesen und viel mehr. Das macht alles sehr viel einfacher. Also der erste Ansatz war einfach, eine ganz, ganz lange Zeile auf die Serialkonsole zu schreiben. Die hatten also wirklich Längenchecks eingesetzt und das war ein Limit auf 256 Bytes. Das war überraschend. Also dachte ich mir andere Möglichkeiten aus. Low-Level-Netzwerkprotokolle wie zum Beispiel DHCP auszunutzen, würde den Wi-Fi NC betreffen und das würde mir nicht helfen, weil ich ja eigentlich den ARM-Mikrocontroller ausnutzen will. Auf diesem ARM-Mikrocontroller läuft der HTTP-Server und es hat TLV und JSON-Parser. Das heißt, wäre eventuell etwas Interessantes, aber es gibt auch von vorigen, nämlich das Audio-Konfigurationsprotokoll. Das wurde von dem alten Knopf benutzt, wenn man einen iOS-App benutzt hat. Ich weiß nicht, ob es immer noch mit dem neuen Button benutzt wird oder ob es mit Bluetooth ersetzt wurde, aber der Code ist immer noch da und das unterstützt immer noch die Audio-Konfiguration. Dieses Protokoll wurde untersucht von Jay Greco. Und bevor ich mich da selbst reingewühlt habe, habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt, ob er mir eine Sample-Datei schickt. Und er hat mir ein Sample geschickt und auch ein Update auf seinem Blog. Es ist nicht wirklich ASK, aber FSK mit 4 Carriern und das sah nur aus wie ASK wegen dem Low-Pass-Filter. Also wusste ich, dass es FSK ist und ich hatte echte Sample-Data und die habe ich analysiert. Das ist die Payload von dem Audio-Protokoll. Das ist eine Präambel.
Die Paketlänge ist ein Byte und das komplette Paket muss kleiner als 128 Byte sein. Das ist ein CRC, das, die ID ist der Token von einem Server, SSID, Passwort und das RAM ist eben das Land. Wenn wir uns uns die Funktionen genau anschauen, die diesen Payload passt, dann sehen wir, dass abgesehen von diesem 128-Byte-Längencheck ist, gibt es keinen einzigen anderen Längencheck. Also all diese Buffer wie Realm, die werden einfach memcopied auf den Stack. Also es ist trivial auszunutzen. Ich habe den Realm benutzt, weil es das letzte auf dem Stack ist. Jetzt können wir uns den Stack genau anschauen. Wir sehen den Realm-Buffer und da ist noch ein bisschen mehr User-Space, wo wir unseren Payload ersetzen können. Und es gibt noch etwas mehr Platz im Passwort und im SSID-Buffer, aber wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht die 128 Bytes der Payload-Länge überschreiten. Das Problem ist, dass nach dem zusätzlichen Speicher gibt es ein paar Werte auf dem Stack und wenn man die überschreibt, dann wird es den Exception Handler auslösen, weil es ein paar Pointer und ein paar Längenwerte für Memcopy gibt. Und wenn man da einfach 0 hinschreibt, dann werden die Memcopies überhaupt nichts tun und der Exception Handler wird nicht ausgelöst werden. Aber es gab noch was anderes. Wir brauchten ein IRQ-Disable, also viel IRQ, das da passiert und sobald wir das versemmeln, dann geht das nicht so gut, wenn wir Tasks switchen. Das ist auch ein Watchdog, der im Dash läuft und der schaltet den Dash nach einer Weile ab. Das ist dieses Immortal und Mortal Switch. Das sind Register 4 und danach noch ein paar andere Stacks, wo man auch noch etwas Payload einbauen kann. Also habe ich dieses Payload gebaut. Das ist die Anweisung, den Interrupt auszuschalten. Und diese beiden Instructions habe ich nach dem Payload-Counter gesetzt und normalerweise auf ARM muss man den Load relativ zum Programmcode setzen. Und das braucht 2 plus 4 Bytes pro Load. Und mit dieser Methode kann man 2 Bytes per Register sparen. Zwischenwerte werden immer benutzt für den Watchdog und so weiter. Wenn man die auf den Stack und auf dem Stack so und poppen, das speichert ein paar Bytes. Und jetzt können wir den Flash-Speicher dumpen. Ich habe also den Source Pointer, also den Anfang vom Flash, habe ich in Register 1 getan. Register 2 ist das UART-Base. Dann, da ich die Firmware analysiert habe, habe ich gefunden, die UART-Write-Function gefunden. So etwas wie write, also schreibe n Bytes auf das UART. Diese Funktion nimmt die Basisadresse des UART und den Source Pointer und die Anzahl an Bytes, die auf UART geschrieben werden sollen. Dann musste ich den Watchdog bedienen, also anstupsen. Da habe ich und habe die Watchdog-Value in Register 5 und 4 geschrieben. Also die Payload ist eigentlich sehr, sehr klein. Ich mache Chunks von 4 Kilobytes und nach jedem Chunk stupse ich den Watchdog an. Es gibt ein paar Längenchecks, um zu sehen, ob ich das Ende des Flash erreicht habe. Und sobald ich das Ende erreicht habe, da gibt es dann endlos Schleife, Jump to Dump. Das sieht man hier jetzt auf dem Slide nicht. Also lass einfach den Watchdog auslaufen und der Dash schaltet sich dann aus. Ich habe ein Demonstrationsvideo davon.
Also, hier habe ich den Dash-Button geöffnet mit dem seriellen Kabel verbunden. Man sieht das nicht so ganz gut, aber das ist ein Ohrstöpsel von einem Headset. Und ich habe hier ein kleines Skript. Das, in dem Skript kann ich ein paar Assembler-Anweisungen geben. Im Hintergrund sieht man den seriellen Output vom Dash-Button. Ich habe es durch einen Filter gelaufen, damit man meine Secrets nicht sieht. Dann gehe ich einfach in Konfigurationsmodus und starte das Skript, das die Audiodatei generiert, und spiele es durch die Headphones ab. Also lass uns das mal ausprobieren. Das ist die normale Ausgabe vom Dash-Button. Jetzt ist im Konfigurationsmodus, mein Skript startet und bam, es dumpt den kompletten Flash. Es dauert eine Weile, weil es ein halbes Megabyte ist. So, the audio is actually Audio ist eigentlich sehr kurz. Man braucht es wird einfach mehrere Male wiederholt. Also eins dieser Pakete wird korrekt empfangen. Die externen Lautsprecher funktionieren auch. Da wollte ich eigentlich ein YouTube-Video draus machen. Aber es funktioniert soweit. Und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Amazon wird es wahrscheinlich mit einem Firmware-Update fixen, aber was sie nicht tun können, ist die aktuellen Knöpfe updaten, außer das Server kann das. Also wenn du so einen Button hacken willst und umprogrammieren willst, dann solltest du es vom Server deregistrieren, sodass es nicht mehr den Firmware-Upgrade vom Server bekommt. Jetzt, die Sache ist, wenn man das Sicherheitsbit einfach löscht, dann funktioniert es nicht. Es ist eventuell möglich, eine komplette Löschung zu erreichen durch die Software. Das weiß ich nicht genau, aber andernfalls brauchen wir einen Multilevel-Loader. Also, was ich gemacht habe, könnt ihr hier in dem Git-Repository euch holen. Da ist auch das Notizen zum Disassemblieren und gibt halt auch einen Link auf der Fahrplanseite. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich da weiter was dran machen werde. Wenn du weitermachen willst, dann sprich mich einfach an und ich bin froh zu helfen. Du kannst mich so kontaktieren. Hier sind meine Credentials und damit bin ich am Ende meines Vortrags für jetzt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt die Zeit dafür. Okay, wir machen das wie immer. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte an die Mikrofone. Okay, da ist schon die erste Frage an dem ersten Mikrofon. Okay, also als erstens Dankeschön, coole Arbeit, ziemlich eindrucksvoll. Die Frage, die ich habe, ist, wie hast du es geschafft, diese kleinen Kabel zu löten? Eins nach dem anderen, wie sonst? Ich halte eigentlich meinen Finger über die ich schon gelötet habe, und dann tippe ich eigentlich nur das andere kurz an, ohne die anderen zu berühren. Und ich halte die anderen mit dem Finger runtergedrückt. Das ist eigentlich die Magie. Welchen Durchmesser des Kabels hatten wir? 0,1 mm. Danke. Eine Frage aus dem Internet. Ja, danke. Super toller Talk, Dankeschön.
Welchen Disassembler hast du genutzt? IDOF. Microphone number 4. Cool talk. Cooler Vortrag. Wie lange hat es gedauert, das alles reverse zu engineeren und diese Ergebnisse zu erreichen, die du erhalten hast? Tage, Monate, Wochen? Gute Frage. Ich schreibe mir nicht auf, wie lange ich da brauche, weil das mein Hobby ist. Manche Leute kaufen halt ein Kinoticket und machen 90 Minuten Spaß und ich kaufe den Knopf für 5 Dollar und habe irgendwie Wochenenden voll Zeug zu tun. Das findet das Publikum gut. Es war gar nicht so schwer, weil es Annahmencode gab, man konnte die Funktionsnamen sehr einfach bekommen und es hat alles gut zusammengepasst. Up there, there's a question. Die nächste Frage. Am Anfang da war ein Zeitstempel. War das richtigerweise 4 Byte Zeitstempel? Wissen Sie nicht über 2038? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Sie dann machen. Vielleicht ein Firmware-Update. Die Zertifikate sind auch im Wi-Fi-Controller gespeichert. Also werden Sie wahrscheinlich auch die Zertifikate immer mal wieder aktualisieren. Wahrscheinlich auch mit einem Firmware-Update. Ich habe gerade nur gedacht, das klingt ja wirklich sehr fuschig von Ihnen. Okay, Mikrofon Nummer 4. Ja, coole Arbeit. Ich habe versucht, die Firmware mit einem Powerline-Angriff zu dumpen. Es hat aber nicht geklappt. Und die Frage war noch, wofür das Bluetooth-Modell benutzt wird, Komponente benutzt wird. Die Antwort ist, ich glaube, dass es vielleicht eventuell mit dem iOS-Anwendung zu tun hat, mit der App, aber ich habe kein iOS und ich weiß es nicht, aber die sprechen irgendwie ein bisschen mit dem Bluetooth-Chip und die finden raus, ob es da ist. Also als ich es getrennt habe, kam die Firma nicht mehr auf, aber ich habe mich damit nicht genau beschäftigt. Die Android-App benutzt das Bluetooth Energy jedenfalls nicht. Okay, eine weitere Frage aus dem Internet. Glaubst du, ist es möglich, dort ein Betriebssystem wie Linux auf den Button zu installieren? Die Antwort ist nein. Das ist ein Unterschied zwischen einem Mikrocontroller und einer CPU und das ist die Speichermanagement-Einheit. Und der Mikrocontroller hat keine Speichermanagement-Einheit. Man könnte Mikro-Linux versuchen. Aber ich glaube nicht, 160 Kilobyte RAM würden dafür ausreichen. Also es gibt einen Haufen kleine Echtzeitbetriebssysteme, offene Betriebssysteme, die man nutzen könnte, aber nicht Linux. Okay, thank you very much. Okay, vielen lieben Dank. Wir aus der Übersetzungskabine verabschieden uns über euch und wir hoffen, die